Heute starten wir mit dem Motto Pretty in Pink. Also Pink ist die erste knallige Farbe, die für den Herbst eigentlich einen super Start macht. Weil meistens ist es ja so, man beginnt immer mit Natur- und Brauntönen und das ist halt sehr dezent und steht nicht jedem. Aber diese Kollektion von Monari, die wir noch heute neu bekommen haben, die finden wir super toll, gefällt den Kunden sehr. Und da haben wir ein super Oversize-Shirt mit Kapuze, eine tolle Jacke von Macquarie. Oversize geschnitten, würde auch mit einer weißen Bluse toll ausschauen und einer Opus-Hose. Also das Outfit ist ein tolles Kombi-Thema, was man super kombinieren kann und wir zeigen es dann mit Schwarz-Weiß bei der Hanna. Die Hanna trägt ein tolles Monari-Outfit, ein super tolles Kleid, Schwarz-Weiß mit Taschen, die Kapuze mit einem Netz, schaut super trendig aus und die vegane Lederjacke von Macquarie. Leicht überschnittene Ärmel, also super leicht zum Tragen und im Herbst rein tragt man ein langes T-Shirt, was ganz toll passt. Und dazu passt jetzt zur jetzigen Zeit der Makodozzi-Sandale, echt Leder und wirklich was auch für einen Stadttrip super geeignet. Neu im Sortiment sind bei uns die Gästtaschen. Hat eine ganz tolle Größe, ist zum Shoppen gehen was, für die Arbeit was und ja, man hat genug Platz. Steht der Hanna super und würde die jetzt zu dem Pink-Schwarz-Weiß-Thema natürlich super passen. So, und jetzt trage ich dieses Kleid in einfärbig, hat wieder die Taschen auf der Seite, ist reine Baumwolle, einen leicht überschnittenen Ärmel und die Kapuze. Und damit wir auch ein bisschen ein spezielleres Teil herzeigen, schlüpfe ich jetzt noch in dieses schöne Kleid aus Häkelspitze und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und jetzt seht ihr das Kleid auch angezogen. Ist ein tolles Kleid. Ich glaube, die Anlässe für dieses Kleid sprechen für sich. Und dazu kombiniert habe ich jetzt diese schöne Tasche. Die glänzt leicht, hat eine Strass-Optik. Und man bringt das Nötigste hinein. Ich kann tanzen gehen, ich bin bei den Händen frei. Und dazu kombiniert habe ich auch noch die höheren Schuhe, weil das Ganze natürlich ein bisschen eleganter wirkt dann. Die Schuhe sind natürlich wieder von Makodozzi, unsere besten Schuhe. Und ja, so ist das Outfit komplett. Das Kleid geht natürlich wieder bis Größe 46. Und so geht's für mich auf zum nächsten Anlass. Das ist jetzt das letzte Outfit, das wir vorführen und das ist so sportlich elegant, ein bisschen eine Mischung. Es ist reine Naturfaser alles und da fühlt man sich natürlich immer am wohlsten. Und es ist sehr angenehm leicht. Diese T-Shirts, die von Monari mit dem Glitzer, die haben wir natürlich auch immer da, immer in anderen Farben, aber immer bis Größe 46. Ja. Wie man sieht, schleicht sich das Schwarz schon wieder sehr viel ins Geschäft und die Leute lieben ja Schwarz. Nicht jeder, wenn man es oft mit Trauer verbindet, aber die gerne ausgehen und die Schwarz tragen. Also es ist jetzt eine tolle Zeit für Schwarz. Und man muss auch sagen, wie zum Beispiel so Basic-Westen, super leicht. Dann die Bomberjacke, die ich anhabe. Ich meine, meine Generation kennt diese noch als Bomberjacke. Die sind auch kurz geschnitten, ist gefüttert. Also ist wirklich so ein Lieblingsteil. Knitterfrei, ein Kopferstück. Also ja, wie gesagt, wir haben Bomberjacke zu der Zeit gesagt, jetzt sind es Blouson und die würden überall dazu passen. Dann gibt es natürlich tolle Shirts von Monari, immer mit Glitzereffekt. Und wenn es nur schwarz glitzert, sage ich einmal, ist das so ein Teil, was ein bisschen auf elegant geht. Und das sind Teile, die man liebt. Man kann eine lässige Jeans dazu tragen, also auch mit Strass und Steinen. Natürlich haben wir eine schwarze Basic-Jeans auch im Geschäft.
Und ich hoffe, dass es euch wieder gefallen hat. Es sind super Teile dabei. Ich finde die Outfits wirklich richtig lebendig, lebhaft. Und so starten wir in den Herbst. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Eure Silvia Otzinger.